Und jetzt geht's hier gleich zur letzten Serie dieser Weltmeisterschaften. Andrej Moravec, der Tscheche, bärenstark, hat sich hier an die Spitze gesetzt. Und Simon Foucault, irgendwie gönnt man es ihm. Der wäre mal dran mit einer WM-Medaille, mit einer Einzelmedaille. Frisch rasiert, Kai-Ole Steinschlitt, der norwegische Coach. Und das gibt hier nochmal ein Finale, Furioso. Ein letztes Schießen um die letzten Medaillen dieser Titelkämpfe. Simon Foucault ist mit dabei. Ole Einar Bjørndalen, Emil Hägle-Svensson. Das ist Moravec, der Tscheche. Der geht jetzt als Führender auf die erste Bahn. Simon Eder stellt sich falsch rum hin. Der Linksschütze hier. Jakub Fack hat sich fast unbemerkt dazu gesetzt. Karanicek. Unfassbar. Jetzt der erste Fehler bei Simon Foucault. Und Bjørndalen schießt unglaublich schnell. Und er schießt null. Das ist unglaublich. Die Legende kann sich selbst hier ein Denkmal setzen. Jakub Fack fehlerfrei. Andrej Moravec, die sind alle unterwegs. Was macht Simon Schemp? Auch er schießt null. Klasse. Benedikt Doll mit einem gelben Punkt. Heißt, einen Fehler hat er. Muss gleich mal in die Runde. Es bleibt bei einer. Erik Lesser ist da. Aber vorn. Vorn geht es jetzt um die Wurst, um die Medaillen. Ole Einar Bjørndalen, Tarji Bø und Andrej Moravec. Unglaublich, welche Dramaturgie in diesem Rennen liegt und was das für ein Wahnsinns-Happy End werden könnte für Ole Einar Bjørndalen. Jetzt hat das mit Landsmann Tarji Bø zu tun, mit Moravec, mit Fack. Mit 41 hat noch keiner eine Goldmedaille gewonnen in einem WM-Einzelrennen. Er wäre der Erste. Arndt Peiffer hat hinten nochmal null geschossen. Das für alle, die dem Harzer die Daumen drücken. Zwei Norweger jetzt vorn, dazu ein Tscheche und ein Slowene. Das könnten die vier sein, die die Medaillen unter sich auswürfeln. Dahinter Simon Schemp unterwegs. Jetzt bin ich gespannt. Tarje Bø, ein Fuchs, der Weltmeister des Jahres 2013. Jakub Fack, unglücklich mit den Tagen dieser Weltmeisterschaften, hat in diesem Winter schon zweimal gewonnen. Den Tschechen gelang sein allererster Sieg in einem Massenstartrennen. Es war vor 3 Jahren ein Massenstart am Holmenkollen in Oslo. Der kann das. Der ist stark. Der zieht den Sport von vorne an. Bjørndalen hinten dran. Dann Tarje Bø. Jakub Fack nimmt immer die Außenspur. Dann kommt Simon Foucault. Glaube nicht, dass noch einer eingreifen kann in den Kampf dieser vier hier vorne. Und für die vier ist alles möglich. Und schauen Sie sich das an, wie stark dieser Ole Einar Bjørndalen ist. Uroš Velepec, der Trainer der Slowenen. Bislang hat er gesagt, lief es gar nicht rund für meinen Jakub Fack. Heute könnte der diese WM krönen. Moravec vor Bjørndalen, dessen Karriere 1993 begann. Da war er dreimal Juniorenweltmeister im bayerischen Ruppolding. Seitdem, 3 Jahre später, als er den ersten Weltcupsieg in Antholz schaffte, absolute Weltklasse. 20 Jahre lang hat er die anderen vor sich hergejagt und am Ende doch triumphiert. Wer hat das bessere Ende für sich? Rechts, Tarje Bø nimmt alleine die Außenspur. Jakub Fack schaut zurück. Will schauen, ob die Lücke nicht kleiner wird, ob er nicht Dampf machen muss. Und das macht er jetzt. Er sieht, Schlesinger kommt näher. Auch Schipulin ist noch mal da. Jakub Fack schaut rüber und sieht, Andrej Moravec hat nichts mehr zuzusetzen. Wird das das Meisterstück des Slowenen? Wird das sein Titel bei diesen Weltmeisterschaften? Jakub Fack war Massenstart Vierter, undankbarer Vierter vor einem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Sochi. Jetzt versucht er sich zu lösen von den anderen. Das ist sein Trainer, das ist Uroš Velepec. Das könnte der nächste große Coup des Slowenen werden, der schon mal Weltmeister war. Weltmeister über 20 Kilometer 2012 in Ruppolding. Eine kleine Lücke hat er gerissen. Aber noch sind die anderen da. Jakub Fack. Die Norweger drücken die Daumen, das sind die Tschechen. Wer macht's? Jetzt wieder Fack vor Moravec. Der hat die zweite Luft bekommen. Das ist das letzte Mal. Dieser steile, dieser irre, dieser kräftezehrende Anstieg. Fuck, unglaublich, der springt hier rauf. Moravec, die beiden Norweger momentan auf 3 und 4. Wer geht da leer aus? Fuck scheint hier riesen Kraftreserven zu haben. Moravec ist dahinter und die beiden Norweger lassen abreißen. Gold oder Silber für seinen Mann. Wer gewinnt hier den letzten Titel von Kontiolahti? Fuck,
oder Morawetz. Dahinter Bö und Uleiner Björndalen. Das wäre so schade. Scheint hier leer auszugehen. Irres Finish in den Wäldern von Kontiolahti. Die untergehende Sonne begleitet sie. Das letzte Finish Furioso hier im Finish in Weiz. Jakob Fack auf den letzten Metern. Erster und einziger Verfolger, André Morawetz. Fack versucht von vorn, der Tscheche lässt sich nicht abschütteln. Dann kommt Harry Bö, Uleiner Björndalen momentan auf Rang 4. Fack oder Morawetz, der Slowene macht's von vorn. Er beschleunigt, legt immer noch mal zu. Jakob Fack nach dem undankbaren Vierten von Olympia von Sochi. Könnte er es jetzt machen? Wahnsinn, der kann immer noch mal zulegen. Jakob Fack lässt schon fast austrudeln, schaut nach hinten. Und der Mann holt ihn sich, den letzten Titel von Kontiolahti. Jakob Fack heißt der Massenstart-Weltmeister vor Morawetz und Tarje Bö. Und der Altmeister hat ein Riesenrennen hingelegt und geht am Ende leer aus. Es ist so schade. Das sind die Helden des Tages. Jakob Fack, André Morawetz, dahinter Tarje Bö. Und sein jüngerer Bruder Johannes Tinius Bö vervollständigt ein riesen norwegisches Ergebnis. Simon Schemp ist Achter und damit bester Deutscher am heutigen Tag. Martin Foucault holt sich weitere wichtige Punkte für den Gesamtweltcup. Ehre wem Ehre gebührt, dieser Mann ist der neue Weltmeister, Jakob Fack. 2009 hat er schon mal eine WM-Medaille gewonnen, damals noch für Kroatien. 2012 und 13 dann Medaillen bei Weltmeisterschaften für Slowenien und heute schon die nächste. Ein echter Medaillenfuchs, ein Hamster. Einer, der immer dann da ist, wenn es drauf ankommt. Bei den Höhepunkten kann der sich enorm motivieren. Und am Ende sicherer Sieg für Fack vor Morawetz. Und der Jubel von Uros Velepec. Wahnsinns Happy End am letzten WM-Tag.